Adventsmärchen. Als der kleine Stern die Waldtiere unter der großen Tanne traf. Auf einem seiner Ausflüge machte der kleine Stern Rast in einem Wald. Zufrieden ließ er sich neben einem Felsen auf einer hohen Tanne, zu deren Füßen zwei Bänke standen, nieder. »Das ist ein guter Platz«, murmelte er. »Hier will ich ein Weilchen bleiben.« »Es ist auch mein Platz«, raunte ihm die alte Eule zu. »Hier verbringe ich viele meiner Nächte. Dich aber habe ich noch nie gesehen. Wer bist du und warum leuchtest du heller, als meine Augen es tun?« »Ich bin der kleine Stern«, stellte der kleine Stern sich vor. »Es ist mein Job zu leuchten.« »Ich bin das Eichhörnchen«, wisperte da eine weitere Stimme von irgendwoher aus den Tannenzweigen. »Ich wohne auch hier und mache eine Pause von meinem Winterschlaf.« wir auch«, riefen der kleine Igel und die kleine Waldmaus vom Fuße der Tanne herauf. »Dein Licht hat mich geweckt«, knurrte der Igel. Und die Waldmaus sagte, »freundlicher als ihr stacheliger Freund, Winterschlaf ist langweilig. Danke, dass du mich mit deinem Licht aus meiner Höhle gelockt hast. Ich mag Abenteuer immer gut leiden.« »Das ist bekannt«, die Eule schmunzelte. Sie kannten die kannte die Abenteuerlust der kleinen Waldmaus zu gut. Hatte sie doch auch schon vergebens zu jagen versucht. Aber jetzt aber war sie satt. »Abenteuer? Was ist das?« Der kleine Stern aber wunderte sich. »Bin ich etwa eines?« Nun schmunzelten alle Waldtiere. Dieser kleine Stern war wohl noch ein sehr kleiner Stern, der die Welt und das Leben erst wenig kannte. »Kann man so sagen«, kicherte das Eichhörnchen schließlich. »Ein großes«, sagte der Igel. »Ein helles«, rief die Waldmaus. »Ein sehr helles sogar.« »Ein verrücktes«, erklärte die Eule. »Ein Stern, der sich in einen Baum setzt, muss schon sehr abenteuerlustig sein.« Aber der kleine Stern nickte. Dann war er also ein Abenteuer. »Prima«, sagte er. »Und wenn es euch recht ist, bleibe ich ein bisschen bei euch und warte auf das nächste Abenteuer. Es heißt Weihnachten. Und das möchte ich hier finden. Es soll, so habe ich gehört, in diesem Wald viele feierliche Geheimnisse schenken.« »Gute Idee«, die Eule hatte Mühe, sich ein Lachen zu verkneifen. »Ich heiße dich willkommen. Und ich glaube, mit deinem echten kleinen Stern wird unser Wald der geheimnisvollste und feierlichste Weihnachtswald sein, den es je gegeben hat.« Da freute sich der kleine Stern, wenn er auch die Worte der Eule nicht ganz verstanden hatte, aber es mussten kluge Worte sein. Das las er an den Gesichtern der anderen Tiere ab. Weil er sich so sehr freute, strengte er sich noch ein bisschen mehr an und schickte noch mehr von seinem silbernen Sternenstrahlen in die Nacht hinaus. So kam es, dass der Wald und die Felder ringsum in diesem Jahr in der Weihnachtszeit die Nächte besonders feierlich leuchteten und strahlten. Und dass viele Menschen und Tiere in diesen Wochen zu Besuch kamen. Und wie der kleine Stern hier im Wald die Weihnacht suchten.